Schön, dass Sie wieder hergefunden haben oder vielleicht zum Teil auch neu hergefunden haben. Vielleicht ist jemand jetzt erst am Abend dazugestoßen. Ich freue mich, dass meine Gäste hier neben mir auf der Bühne sitzen und nicht versprengt in der Stadt herumirren. Sharon O'Toole, Marjana Gaponenko und Max Czolek, nochmal herzlich willkommen, jetzt in dieser anderen Form. N-Wort, Sternchen und Hashtag MeToo, wie spielt die Zeit in die Sprache, haben wir diese Runde jetzt genannt. Ich muss Ihnen sagen, das ist das Thema, vor dem ich am meisten Respekt hatte in der Vorbereitung, weil so viele Emotionen im Spiel sind, wenn es um sprachliche Zeichen geht, komischerweise. Und weil, glaube ich, viele, die... ich beziehe mich damit ein, viele, die darüber sprechen und sich auseinandersetzen, nicht ganz durchreflektiert haben, warum es eigentlich diese Emotionen gibt. Also so geht es mir zumindest. Ich habe das noch nicht richtig begriffen. Und zugleich hatte ich Respekt, weil wir im Moment in einer Situation sind, gesellschaftlich, politisch, in der Sprache so, so zentral ist, weil Sprache permanent manipuliert wird, missbraucht wird, instrumentalisiert. Ich glaube, auf eine Art und Weise wie schon lange nicht mehr. Und es geht so weit, dass die New York Times einen Kommentar aus dem Tagesspiegel abdruckt, in dem gesagt wird, in Deutschland kann man sich noch nicht mal mehr, wenn es ein Bild gibt und wenn es einen Satz gibt, darauf einigen, was man denn da sieht und hört. Wenn man länger darüber nachdenkt, denkt man auch wieder, ist auch gar nicht so ungewöhnlich, aber es ist irgendwie trotzdem in der Form, wie es im Moment passiert, schockierend. Und wir wollen hier versuchen, laut zu denken, wie es bisher auch passiert ist. Und darum ist jetzt auch meine erste Frage erstmal eine zu euch, zu Ihnen als Autorinnen, als Autor. Was bedeutet Freiheit in der Kunst für euch, für Sie? Es ist immer so mit den großen Fragen. Ich mach den Anfang. Danke für die Einladung und für diese Runde. Vielen Dank, dass Sie da sind. Freiheit in der Kunst. Ich weiß, dass das sehr umkämpft ist. Etwas lese zu dem Thema diskriminierungsarmere Sprache, diskriminierungsfreie Sprache, kommt mir als Antwort, ja, aber was ist mit der Freiheit der Kunst? So. Und ich habe dazu irgendwann einen Aufsatz geschrieben, weil mich das so geärgert hat, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir als Gesellschaft darauf achten, dass wir einfach mit Empathie und Respekt miteinander begegnen. Und auch in der Kunst wäre das möglich. Und meine Antwort ist, dass Diskriminierungen, diverse Diskriminierungen, Sexismus, Rassismus, das engt ein, das schränkt ein. Und man kann erst richtig frei künstlerisch arbeiten, wenn man sich von Diskriminierung befreit. Das ist meine Antwort. Marjana Gaponenko, Max Czolek, vielleicht auch für Sie, für dich persönlich, ganz persönlich, was ist es im eigenen Schreiben? Wann ist man frei, wenn man schreibt oder wenn Sie zum Beispiel schreiben, wann fühlen Sie sich frei? Also persönlich kann ich nicht, ich kann die Frage persönlich auf keinen Fall beantworten. Also ich habe dieses Bild vor Augen, das Bild, das ich aus meiner Kindheit kenne. Es ist eigentlich ein unsichtbares Bild, aber das ist diese Präsenz der Angst, dass du für das, was du schreibst, im Gefängnis landest. Das ist für mich die Freiheit in der Kunst. Die Freiheit, Dinge zu sagen, die du sagen möchtest, ohne dass du dein Leben hinter Gittern verbringst. Das ist nur ganz profan. Danke. Ich habe so ein bisschen für mich, ich habe auch Politikwissenschaften studiert und ich würde sagen, für mich ist Kunst der Ort, an dem ich in der Lage bin, eine nicht entfremdete ein nicht entfremdetes Verhältnis zum Produkt meiner Arbeit zu haben. In einem ganz sozusagen grundlegenden Sinn. Es ist keine Fließbandarbeit, sondern ich setze mich hin und ich erkenne mich selbst im Gedicht wieder. Und dagegen sprechen bestimmte Zuschreibungsdynamiken, bestimmte sozusagen sekundäre Elemente in der Rezeption, in der Art und Weise, wie dann damit umgegangen wird, wo ich den Eindruck habe, das beschränkt eigentlich wieder dieses Gefühl der Nichtentfremdung. Also für mich ist es wie die Arbeit gegen die Zuschreibung eine sekundäre Arbeit, die eigentlich in der Kunst selber für mich in meinem sozusagen normativen Anspruch keine Rolle spielen dürfte, aber gleichzeitig natürlich eine internalisierte
ein internalisiertes Publikum bedeutet, von Leuten, wo ich schon weiß, das und das ruft das auf. Und ich glaube sozusagen, eine Konsequenz aus dieser Vorstellung von Nichtentfremdung in der Kunst ist, sich der eigenen Klischeewerdung zu entziehen, zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, in einer Position zu sein, aus einer Position zu schreiben, in der nur ganz bestimmte Aspekte dann aufgegriffen werden und andere nicht. Ich würde ja mal sagen, also Identität ist komplex, ist kein banaler Satz, sondern ist eigentlich ein sehr grundlegender Satz, der in der Zuschreibung permanent eigentlich verloren geht. Also damit ist ja auch eine Art Gefängnis aufgerufen, wenn du sagst, es gibt Gruppen von Leuten, die, oder internalisiertes Publikum, an das man denkt, nicht nur das Gefängnis, in dem man konkret in bestimmten politischen Systemen landen kann. Fangen wir mal nochmal ganz von außen, vielleicht auch ganz einfach an, wir versuchen uns mal anzunähern. Wie ist das denn, wo fängt das Eingreifen an? Ich musste mich erinnern an die Rechtschreibreform und die Debatten um die Rechtschreibreform 1996. Ich wäre eine von außen aufoktroyierte Reform der Rechtschreibung ein Eingriff, den Sie nicht akzeptieren würden? Würde das was machen mit der Sprache? Viele Schriftsteller haben ja revoltiert dagegen bis heute. Spielt das eine Rolle? Ich kann mich da tatsächlich dran erinnern, obwohl ich in London war, weil ich zu der Zeit studiert habe und plötzlich war alles, was ich gelernt habe, falsch. Und ich war so, oh nein! Ich habe das zunächst unkritisch gesehen. Ich habe es hingenommen und einfach dann das mit Doppel-S geschrieben. Jetzt sehe ich das als einen Versuch, eine Homogenität in der Sprache einzuführen. Das täuscht eine Homogenität vor, die es vielleicht nicht gibt. Was ich an Englisch schätze als Sprache, ist, dass viele Leute sich das zu eigen machen. Also es gibt ein Englisch, was in Indien gesprochen wird, das anders ist als das Englisch, was in Australien gesprochen wird und so weiter. Aber es ist alles trotzdem Englisch. Und diese Vielfältigkeit wird durch so eine Sprachreform in Deutschland irgendwie, wie gesagt, es täuscht eine Homogenität vor, die es faktisch nicht gibt, denn es gibt auch viele deutsch sprechende Menschen, deutsch sprechende Communities. Also damals habe ich das hingenommen, heute wird es wahrscheinlich mein Schreiben nicht so beeinflussen. Ich finde daran interessant, also dass damit so deutlich wird mit der Rechtschreibreform von offizieller Stelle, dass Sprache eine Verabredung ist, man kann sie ändern. Das war ja auch bei Ihnen, bei den Thesen dabei, Marjana Gaponenko, Sprache ist ein Gerät in der Zeit. Wenn man die Verabredung, die Sprache und Grammatik bedeuten, ändert, ändert sich da was in den Köpfen der Menschen, wenn man diese Verabredungen, die ja Menschen treffen, verändert? Naja, das ist, glaube ich, das ist schon eine Kernhypothese der sozusagen Sprachumgestaltung, ne, sozusagen, wenn man gendert in der Sprache, wenn man das Sternchen einführt in der Sprache, dass man glaubt, es würde eine Form von Veränderung auch in der Wahrnehmung bewirken. Ich habe am Otto-Suhr-Institut Politikwissenschaften studiert in Berlin und da gab es sozusagen, da gibt es ja auch Konjunkturen bestimmter Diskriminierungsformen, die besonders in sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das hört sich merkwürdig an, ist aber, glaube ich, auch anders kaum zu bewältigen, weil sozusagen bestimmte Dinge tauchen dann auf. Als ich angefangen habe zu studieren, war postkoloniale Theorie sehr groß, dann kam irgendwann Critical Whiteness total groß, es war aber alles so im Institut erstmal. Und ich hatte das Gefühl, die Leute lernen sehr gut und sehr schnell eigentlich die Sprachregelungen, die dann vorgegeben werden und nutzen die auch, um so Distinktionen, also Bourdieu würde vermutlich von Distinktionsmerkmalen sprechen, um eine bestimmte In- und Out-Group zu definieren, die dann weiß, wie zu sprechen wäre und die weiß, wo die Sojamilch reingehört und so. Das ist, glaube ich, eine Dimension, die man nicht ganz ausblenden kann bei diesen sprachlichen Geschichten. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht weil ich zu materialistisch bin, in meiner theoretischen Vorstellung von Gesellschaft, inwiefern wirklich dieser konstruktivistische Ansatz oder dekonstruktivistische Ansatz eine Veränderung der Gesellschaft real bewirkt. Was es aber tut, und das finde ich mindestens genauso wichtig, ist eine Frage von Respekt. Weiß ich, was eine bestimmte Community, die diskriminiert ist, für sich fordert? Und wenn ich das umsetze in meinem Schreiben, und da würde ich Lyrik ganz stark unterscheiden von einem Sachbuch oder einem unsachlichen Sachbuch, wie ich es jetzt geschrieben habe, dann würde ich sagen, es ist eine Frage der kommunikativen Leistung.
Ich kommuniziere meinen Respekt und mein Wissen darum, dass zum Beispiel in einer LGBTQI, also einer queeren Community, dieses Sternchen als Signal gefordert wird und gewünscht wird. Und wenn ich das ignoriere, dann sage ich gleichzeitig, es interessiert mich nicht, was ihr fordert, ich finde es nicht schön. Und wenn ich es aufnehme, dann ist es für mich ein Zeichen der Respektbekundung. So, das heißt, ich würde sagen, egal erstmal, ob ich glaube, dass es wirksam oder nicht, finde ich vor allem wichtig, dass ich ein Wissen habe um die Diskriminierungserfahrungen von anderen Menschen. Muss man da denn unterscheiden zwischen den Sprach- und Sprechfeldern? Also gibt es einen Unterschied, ob man diese Verabredung, ich bleibe mal bei dem Wort, der Sprache ändert? Ist es ein Unterschied in der Alltagssprache, im öffentlichen Sprechen, also in öffentlichen Räumen wie der Politik, dem Journalismus, der Schule, der Universität und zum Beispiel der Literatur, den künstlerischen Sprechweisen? Würden Sie da Unterschiede machen? Mariana Gabriel? Ja, ich glaube, es kommt immer, überall auf den Einzelnen an. Und Sie haben sehr schön, darf ich du sagen? Du hast wunderbar von diesem Respekt gesprochen, dass diese Reformen und diese neuen Wörter und diese neuen Zeichen etwas in uns bewegen. Das ist wunderbar. Lauter, danke. Aber ich bin überzeugt, dass man einander respektieren kann außerhalb der Sprache, dass auf diese Gesten nicht ankommt. Es kommt auf die Taten an. Ich kann zum Beispiel mit sanfter Stimme zu einem Hund sagen, ich werde dich gleich braten, du süßer Kerl. Aber ich kann ihm sagen, Trottel, komm nach Hause, es gibt was zu fressen. Und es kommt immer auf den Tonfall an. Und dieser Respekt, der existiert außerhalb der Sprache. Also ich glaube, wir messen diesem Konstrukt dann eine viel zu große Bedeutung bei, weil die vergeht ja jede Sekunde. Also in 100 Jahren leben hier andere Menschen und gehen mit der Sprache anders um, respektieren einander, aber auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir jetzt einander respektieren. Ich empfinde das anders, weil ich finde, dass Sprache auch als Etikette funktioniert oder als Post-it-Note, habe ich mal beschrieben. Damit kann ich ganz gut einschätzen, woran ich bin. So. Und wenn ich in einem Raum bin, wo ein Wort benutzt wird, das ich als abwertend empfinde, um schwarze Menschen zu beschreiben, aber der Großteil der Raum hat ein Verständnis davon, ach, das ist okay, also die sind alle nett dabei, dann fühle ich mich unwohl und weiß, ich bringe meine Kinder nicht hierher und bringe möglicherweise meine Freunde, Freundinnen nicht mit. Und das ist auch Teil dieser Verabredung, glaube ich, dass dieses Wort oder diese Sprache sagt ja, wir Mehrheitsgesellschaft bestimmen, was als verletzend empfunden werden darf, was als beleidigend empfunden werden darf. Und wir finden, es ist wichtiger, dass wir frei sprechen können, als dass du, Sharon, dich frei in diesem Raum bewegen kannst und ehrlich zu deinem Gefühl stehen kannst. Das finde ich einen guten Hinweis, weil es gibt ja ganz viele Worte, die wir nicht in einem Gespräch wie diesem benutzen würden, weil wir sie als Schimpfworte bezeichnen. Und es ist schon interessant zu fragen, welche Worte gehören eigentlich dazu und welche nicht. Und warum eigentlich? Warum gibt es beleidigende Worte, die Teil von Produktbezeichnungen sind oder von in Österreich von Kaffeespezialitäten? Warum zählen die sozusagen nicht zu den Schimpfworten? Das hat eine bestimmte Geschichte und die nachzuvollziehen ist interessant. Gleichzeitig finde ich es auch interessant, dass sozusagen Gegenstrategien aus den Communities ja häufig ganz anders funktionieren. Also ich brauche sozusagen amerikanischer Hip-Hop als ein Beispiel. Innerhalb der jüdischen Community, also in Israel zum Beispiel, gibt es eine ganze Kategorie Holocaust-Witze. Das hat ganz viel mit Kontext zu tun. Wer spricht und wer ermächtigt sich auch im Sprechen und wann ist es ein Witz über Juden und wann ist es ein jüdischer Witz? Manchmal ist es der gleiche Witz und die Frage ist nur, wer ihn erzählt im Extremfall. So, und das finde ich, das widerlegt nicht die Tatsache, dass Sprache verletzend ist, sondern es zeigt nochmal sehr klar, und da liegt vielleicht auch eine verbindende Sache zwischen euch beiden, dass es auf den Redekontext ankommt, in dem die Dinge gesagt werden.
Mm-hmm.